Die Abschlussarbeitsfrage, die man mir mit einer gewissen Boshaftigkeit an der Uni Köln verpasst hatte, hieß: Gibt es einen roten Faden oder etwas Gemeinsames in völlig unterschiedlichen indigenen ursprünglichen Heilverfahren? Die Idee im Institut damals war, dass es das gar nicht geben kann, weil es das nicht geben darf, denn als eigentlich gesunder Reflex auf die Erfahrung der Nazizeit galt in der Ethnologie immer das Credo: Jede Kultur ist unterschiedlich und einmalig. Und die konnten dann relativ wenig damit anfangen, dass man ja sagte: Aber komischerweise, wir bestehen doch alle aus denselben Zellen und Organen. Es muss doch da irgendwas Gemeinsames geben. Und das war meine Strafarbeit. Und Frau Professor Johansen hätte alles für möglich gehalten. Nur nicht das, dass man ihr ein Vierteljahr später die Lösung präsentiert, die damals noch keiner kannte. Was heißt das denn, stimmig? Stimmigkeit, Englisch Coherence. Was bedeutet das? Was ist überhaupt ein stimmiger kosmischer Zusammenhang? Und gibt es den überhaupt? Oder ist das einfach nur ein weiterer Unsinn? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Und jetzt lassen Sie uns dieses Thema einfach mal ein bisschen erkunden. Und als Einstieg vielleicht folgendes Bild und folgender Satz. Zeitlos und auch ethnologisch global überall vertreten ist folgender Befund: Es gibt etwas ultimativ Ordnendes und Stimmiges in unserem Kosmos. Können Sie hingehen, wo Sie wollen, von Feuerland bis zum Nordpol, von tibetischen kleinen Bevölkerungsgrüppchen bis hin zu schwarzafrikanischen Bevölkerungsgruppen. Überall wird Ihnen dasselbe entgegenbranden, in unterschiedlichem Vokabular, in unterschiedlicher sprachlicher Symbolik verpackt. Und ebenso zeitlos ist folgende Direktive: Lebendige Systeme sind wirklich sehr, sehr gut beraten, dieser Stimmigkeit zu folgen. Daraus haben sich weltweit natürlich bestimmte Systeme entwickelt. Seit Jahrtausenden verbinden sich Menschen aller Kulturen mit dieser Stimmigkeit. Sie verwenden Wegweiser in der Kunst, in der Musik, in der Religion, in der Heilkunde natürlich, um hier unser Thema zu fokussieren, und auch in der Architektur. Dass da mehr oder weniger folgender Frequenzwert eine Rolle spielt: 136 Hertz. Und Sie werden merken, wen Sie auch fragen, 136 Hertz. Was? Die Om-Frequenz, genau. Weil das Om wird natürlich ganz besonders gerne, nein, eigentlich immer, immer auf diesen Ton oder diese Note oder diese Frequenz intoniert. Jetzt ist die Frage: Kein Mensch hatte einen Computer, kein Mensch hat eine Stimmgabel. Wie kommt man denn dazu? Wie kann sich das denn über Tausende von Jahren halten? Ganz einfach, es wird immer wieder neu gefunden. Durch einen Resonanzabgleich mit sich und der Welt. Da gibt es sowas wie Frequenzfenster in den Organismus, wie kleine Fensterchen, wo die Außenwelt, diese Frequenzsignale der Außenwelt in die Innenwelt gehen, des Körpers. Das sind die sogenannten AD-Windows. Und er sagt eben, wenn ein Wert rechnerisch genau in der Mitte liegt, dieses AD-Windows, hat er den größten Effekt. Befindet er sich mehr am Rand, hat er einen etwas geringeren Effekt, oder wie die Wetterfrequenzen zeigen, bei leichten Verstimmungen der Wetterfrequenzen im Zuge von Tiefdruckgebieten und dergleichen über dem Atlantik bei uns typischerweise, werden die Wetterfrequenzen, dieses Ferrix, wie sie heißen, typischerweise temporär so verstimmt, dass sie von dem eigentlich mehr oder weniger mittleren Schönwetterwert arg an den Rand gedrückt werden, und zwar im 10 Kilohertz Band und im 28 Kilohertz Band. Das versteht der Körper noch, aber er fängt schon an, gewisse Disbalancen zu zeigen. Und sensible Menschen reagieren dann eben mit Symptomen, dem, was die Meteorobiologie so schön beschreibt, wie epileptische Symptombildverstärkung, Depression, Migräneanfälle, Myasthenika, Pseudoparalytika und wie es alles heißt. Ein Riesenwust von Daten ist da inzwischen beschrieben worden, die alle auffallend dann schlechter werden, wenn in 48 bis 24 Stunden eine Schlechtwetterfront aufschlägt. Jetzt war die Frage, wieso denn 48 bis 24 Stunden? Das ist ganz einfach, die sind ja blitzschnell. Da braut sich dieses Gebiet über dem Atlantik zusammen, wird größer und größer und größer und größer. Plötzlich wird ein Schwellenwert überschritten und die Signale rasen natürlich mit Full Speed los. Die sind ja vor den Wolken da. Das heißt, während in München in den Biergärten noch blauster Himmel ist, wie wir es damals erlebt haben, tja, hat man schon Kopfschmerzen. So schnell kann das gehen. Genauso schnell, stellte sich aber heraus, kann sowas auch wieder verschwinden, wenn man nur die richtigen Frequenzen kennt.
Man kann sie auch wieder anwenden, um sich wieder einzustimmen. Mit ihnen in Resonanz und Einklang zu sein, beschreibt einen Zustand des tiefen Wohlgefühls und letztlich auch im besten Fall höchster Lebendigkeit, die eigentlich, und das ist es, von Natur aus da sein müsste und von Natur aus auch da ist. So, der Kammerton A, bleiben wir nochmal dabei. Der war zu Mozart-Zeiten noch genau auf diesen kosmischen Zusammenhang gestimmt. Die Stimmgabel gibt es noch irgendwo in Wien oder Salzburg in irgendeinem Museum. Kann jeder ans Ohr halten, messen, gucken. Ja, dann war auch das Wissen verschwunden. Und Sie werden merken, dass relativ schnell ein Krieg den anderen jagt nebenbei hier. Von Napoleon angefangen über Weltkrieg I, Weltkrieg II. Da gibt es überhaupt nichts zu bestellen mehr. Bis irgendwann ein Problem oder eine Lücke auftaucht, die sich heutzutage Soziologen so erklären. Die Väter waren weg. Die Väter waren einfach auf den Schlachtfeldern geblieben, zu Hause blieben Mütter und Kinder und Söhne. Und die wurden jetzt plötzlich anders sozialisiert. Ja, da gab es kleine Verschiebungen, größere Freiräume, weil die klassische patriarchalische, patrilineare Weitergabe dieses rigiden Musters war plötzlich durchbrochen. Ehe man sich's versieht, taucht neue Musik auf, neue Musikinstrumente, neue gesellschaftliche Konzepte. Und Anfang der 70er Jahre kann man eigentlich, im letzten Jahrhundert, kann man einen Markstein setzen, weil die Synthesizer erfunden waren. Sozusagen das moderne Klangwerkzeug oder Tool des Abendlandes, des Technischen. Man konnte jetzt also eine Klaviatur beliebig stimmen. Man konnte sagen, das ist ein C, jede Taste drehe ich mal rauf und runter. Was fühlt sich denn gut an? Und es dauerte genau 2-3 Jahre, bis dann so Gruppen wie Tangerine Dream oder dergleichen oder Pink Floyd rauskriegten, das sind die richtigen. Standen mit dieser Musik natürlich reichlich schräg erstmal da. Dann kam man auf den Bühnen sehr schnell darauf zu experimentieren. Jetzt geht das ganz schnell. Man fing zum Beispiel an, Bühnenbilder aufzubauen, die ein Abbild der tagesplanetaren Koordinaten darstellte. Das hat eine englische Band mal auf einer Amerika-Tour gemacht. Sie haben dabei Musik gespielt und aufgenommen, wo keiner wusste, wo die eigentlich herkommt. Aber sie deckt sich auffallend mit dem, was später die Sonden an Klangmaterial, also oktaviertes Material von den Vorbeiflügen der entsprechenden Planeten mitbrachten. Das heißt, wenn die Jupiter im Zentrum stand, kann es sein, dass sie sich so eine Hawkwind-Platte mal vorknöpfen, die Stellen raussuchen, die Stimmungen anschauen und feststellen, ey, das kenne ich her. Dann suchen sie sich mal die NASA Space Sound CD raus vom Jupiter und stellen fest, all die Klangmuster, die da drauf sind, sind alle in dieser Musik. Man merkt also, die Wege des Abendlandes durch bestimmte räumliche und tonale Phänomene sich wieder einzutunen. Der Begriff ist auch ganz wichtig geworden. Und diese Stimmigkeit einfach wieder reinzuholen ins Leben.